Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloody Platin. Der Safe war jetzt gerade nötig, weil ich wieder vergessen habe, festzuspeichern. So, der neue Teamkamerade, von dem ich euch erzählt habe, ist natürlich ein Hydropi. Ja. Mutig. Mutig war... Wartet. Ich muss kurz überlegen. Das Wesen mutig war doch... Ja, Angriff plus und Init minus war das doch. Das ist schon scheiße. Und dann muss ich es halt zu einem physischen Viech machen. Naja, okay. Hätten wir das gemacht, jetzt können wir... Ha! Okay, man kann vielleicht mal ein Echo hören. Jetzt gehen wir uns mal bei unserer Mutter abmelden. Boah, das ist eine geile Romberg. Fällt mir gerade mal so auf. Geht es dir gut? Holen etwas aus. Juhu, jetzt sind wir noch geheilt. Was ist denn die Tag so? Nun, Professor Albert hat dir eine wichtige Aufgabe anvertraut. Oh, Schatz, wirklich, ich stehe hinter dir. Oh, richtig, Letaxo, ich habe etwas für dich. Das ist der Tagebuch. Hier werden die Ereignisse eines Jahres aufgeschrieben. Du kannst dir... Bla bla bla. Ich mache nur Spaß, Schatz, wirklich, bitte. Hier nichts darin jetzt. Bin ich glücklich, aber komm wieder ab und an nach Hause. Ich werde nicht nach Hause gehen, ganz gewiss nicht. Tut mir leid, aber mein kleiner Sirsch... Ist mein kleiner Sirsch hier? Oh nein, der ist er nicht. Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Und hat sich was gebrochen. Jetzt ja, jetzt muss ich in Lieferboten vom Dienst spielen. Juhu. So. Eine Tüte Gummibärchen aufgemacht. Haha. Los geht's in ein episches Abenteuer. Oh, Vulpix. Vulnona ist auch toll. Aber wie viel Erfahrung man am See kriegt, ne? Das ist der Hammer. 46 pro Viech, was man gekillt hat. Und die Wiese hier unten, die ist mir erst da aufgefallen, wo ich die Liga durch hatte. Die ist mir sonst nie aufgefallen. Ja, und wieso ist gut. Tackle, was bleibt mir anders übrig? Rasche. So. Oh, das geht eigentlich. Für Level 6 erlernen wir dann Lehmschelle. Oho, Fukano. Ich hatte noch nie... gefeuert kommt raus, Fukano kommt rein. Gut, gefeuert bleibt drinne. Ratzfatz. Oder Radfratz. Juhu, Level 6. Oh ja, dann kann Erdbeben richtig reinhauen. Das wird toll. Bidiza, ich hasse es.
Ja. Welches Level ist denn das hier und warum zieht mir das so viel ab? Na, ja, 3 KP. Hm, ne. Ja. Mhm. Down. Also ich würde mir gerne einen Vulcano fangen. Aber richtig gerne, ne? Damit wir uns da richtig verstehen. Das war mir klar. Dass jetzt wieder das Heulerscheiß losgeht. Der Heulerscheiß. Bam, doppelt abgezogen. Ja, es ist so spannend, so unfassbar spannend. Jetzt durfte das Viech wieder zweimal nacheinander angreifen. Was soll denn der Scheiß? Ja, und Heuler. Oh, er setzt Tackle ein. Na, na, Level 7. Ja, Initiative 0. Hallo und willkommen, Pokémon Center. Ich mache irgendwas. Okay. Nein, 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 nein. Start zu halten. Lass mich bitte in Ruhe. Danke. Ein Elektro- oder Pflanzen-Pokémon bräuchte ich noch. Hm. Ja, ich muss mir einfach mal gucken, wie ich mein Team zusammenstelle. Oh stimmt, Slithaxi hat eine Rolle gesehen. Ja doch, ich habe schon eins gefangen. Ich habe schon eins. Kann man dann nicht einfach im Spieler ins Inventar gucken? Oh, du hast ja schon ein Pokémon gefangen. Sehr schön, du weißt, wie es geht. Jetzt lasse ich dich in Ruhe. Mhm. So. Also merken, eine Attacke. Siehst du, das ist das nicht klasse? Ja, es ist nicht klasse. Also eine Attacke und einen Ball werfen. So müssen wir das jetzt ab sofort immer machen. Bloß eine einzige Attacke und dann Ball werfen. Jetzt erhalte ich nochmal Pokebälle. Das entschädigt wieder Hydropis Verlust von Pokebällen. Ich hätte mir 10 gekauft und hatte da irgendwas mit 7 verbraucht. So, was hast denn du? Du hast glaube ich Zubat. Nee, doch nicht. In normalem Spiel hat er glaube ich Zubat. Okay, Tackle. Tackle. Wow, ein KP. Und das Viech überlebt jetzt. Ah, ne, doch nicht. Okay. Wieso? Wieso? Wieso ein Wieso? Ja. Und warum sind sie Level 2? Das ist doch Kacke. Warum setzt das Viech Gesichter ein? Das ist doch total schwachsinnig. So. Mhm. Jetzt kommt... Och nein. Das Viech setzt Heule ein. Stirb. Volltreffer oder irgendwie sowas. Nein. Arschgeige. Oh, das nervt so derbst. Okay, ich bin aber Level ab, das war mein Ziel. Na, jetzt kommt noch ein Bidizer. Bidizer. So, jetzt habe ich sie bald auf gleichem Level, das ist natürlich auch toll. Bidizer, 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 Bidizer. Hands up, put your hands up. Okay. Oh, besiegt, Gunther.
Zu stark, einfach zu stark. So, dann war's das für diesen Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Adios.